Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Erstmal vorweg, ich wünsche allen Vätern einen schönen Vatertag, wo ich mich natürlich einschließen darf. Auf jeden Fall feiert und genießt das schöne Wetter. Dann geht es weiter. Und zwar morgen. Morgen kommen zwei Roller. Ihr wisst ja, dass ein spezieller Roller kommt und dazu kommt natürlich noch ein Roller. Das werde ich euch höchstwahrscheinlich alles morgen gleich mit vorstellen. Und wie gesagt, der eine oder andere, der meinen Kanal verfolgt, der wird schon wissen, was morgen als erstes dran ist. Auf jeden Fall, das eine geht, das andere kommt. Hatte ich ja schon mehrmals gesagt. Dann möchte ich noch einen ganz großen Gruß nach Gifhorn schicken. Und zwar zu dem kleinen Leon. Leon, wir sehen uns und ich denke mal, wir werden irgendwann auch mal einen Waldmarsch machen. Gut, das natürlich so nebenbei. Das musste jetzt sein, weil da ist jemand ja so ein bisschen enttäuscht, weil Ostern sind wir spazieren gegangen und da ging es ja nicht mit zu viel extremen Leuten und deshalb ganz speziell irgendwann für den kleinen Leon. Auf jeden Fall euch auf jeden Fall auch noch einen schönen Vatertag an die Mutti, an den Papi natürlich und an den kleinen Leon. Auf jeden Fall wollte ich das, weil das die beste Möglichkeit gerade ist, mal was loszuwerden oder wegzuschicken sozusagen. Das ist doch ein bisschen offizieller und von daher seid mir nicht böse, wenn ich den Kanal dafür auch mal missbrauche. Ja, Roller, morgen. Morgen, wie gesagt, ist der große Tag. Da kommen zwei Roller hier an. Die werde ich natürlich beide vorstellen. Und ihr seht ja, heute ist hier Stillstand, weil heute ist ein Feiertag da. Da möchte ich auch mal nichts machen. Auf jeden Fall, hier hinter mir seht ihr ja den Sachs-Roller, den 125er. Da brauche ich natürlich nochmal neue Teile. Da setze ich mich auch gleich morgen dran und werde das ein oder andere dafür bestellen. Dann trotzdem, ich meine, ich bekomme ja den ein oder anderen Kommentar. Da möchte ich mich natürlich auch echt recht herzlich bedanken, weil es sind so nette und gute Kommentare. Also da kann ich wirklich nur sagen, super, Daumen hoch, ihr seid echt top. Überhaupt die Abonnenten, die jetzt so bei mir sind, kommen anscheinend auch wirklich mit mir aus und heute sogar habe ich noch mit jemand aus Richtung Kassel telefoniert. Es ist auch ein Abonnent, der hat ein Problem mit seinem 125er Elisio und mit ihm hatte ich heute auch gesprochen. Ein ganz sympathischer Mensch, muss ich wirklich so sagen. Das sage ich auch offiziell natürlich. Wir kümmern uns um das Problem auf jeden Fall. Ich muss nur, wie ich dir schon sagte, ein bisschen Luft hier reinkriegen. Dann gucken wir mal, ob wir deinen Roller dazwischen schieben und gemeinsam vielleicht sogar machen können. Das sollte möglich sein. Und ansonsten, ja, geht es wie gewohnt weiter. Ab morgen geht es weiter. Dann, ja, bis Richtung Wochenende und wer weiß, vielleicht auch noch länger. Gut, das sollte heute mal so ein ganz kurzes Video werden, wie gesagt, weil ich unbedingt diese Grüße mal rausschicken wollte, weil mir das doch ein bisschen an Herzen liegt und deshalb sage ich mal von uns nach Gifhorn, von uns Grüße nach Gifhorn. Machen wir es mal so, ich denke mal, das gehört zusammen. Gut. In dem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Ich freue mich natürlich, wenn ihr ab morgen wieder dabei seid und mein Video, das weitere Video dann sehen werdet oder guckt, wo ich wirklich sagen muss, ich freue mich wirklich von Herzen, wenn ihr dabei seid und das ist ja auch mein Antrieb. Deshalb kurz und schmerzlos für heute, nochmals einen schönen Vatertag, genießt die Zeit. Auch die Mütter trotz allem sollen auch die Zeit genießen und wir sehen uns schnellstmöglich morgen wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss.